Gucken wir mal. Zing, 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 zing. Mount & Blade vorstellen. Ja, Mount & Blade vorstellen würde. Ja, ich kann mal reinspielen. Habt ihr doch mal im TS gesagt, was das Stanley-Dingens ist? Kann sein. Aber ja, Mount & Blade klingt gut. Ich probiere einfach mal, wie das funktioniert. Das heißt, wir suchen jetzt Mount & Blade, Warband, starten. So, das ist jetzt nicht Standard Mount & Blade, sondern ein Mod, der das Ganze ein bisschen interessanter gestaltet. Und da spiele ich einfach mein ganz normales Spiel einfach weiter. So, das können wir auch im Vollbild-Dingens machen. Sollten wir auch, den Chat da eingeblendet haben, würde zu sehr ablenken. So, gucken wir mal, was die Anzeige sagt. Aber da es ja eigentlich Fenstermodus ist, müsste es soweit klappen. Komm schon, komm schon. Ja, man sieht einen Typ mit einem Helm und einem Kettenhemd und einer Flagge und überhaupt. Sehr schön. Muss ich jetzt nur immer auf den anderen Bildschirm gucken wegen dem Chat, aber das kriegen wir schon hin. Also, Mount & Blade, hier mit dem Prophecy of Pendor Mod, geht primär darum, dass man einen Charakter spielt und der Charakter kann auf einer Weltkarte zwischen den Städten hin und her reisen, kann Handel betreiben, kann Leute rekrutieren, also NPCs oder einfach nur Soldaten, kann die Soldaten aufstufen, kann die NPCs aufstufen und kann so einen immer schlagkräftigeren Kriegstrupp zusammenstellen, mit dem man dann auch andere Fraktionen angreifen kann, Banditen angreifen kann, eine eigene Burgen bauen, erobern, sich einem König anschließen, selber ein Königreich gründen und Hammer. Einfach nur Hammer. Dauert aber ewig zu spielen, eine Partei. Also ich habe mal locker 100, 150 Stunden Spielzeit in ein Savegame investiert und ich habe es da noch nicht mal geschafft, durchgehend eine Burg zu halten. Ja. Okay, laden wir meinen Speicherstand. Ash, da, laden. So, das hier ist jetzt die Spielwelt. Ist eine fiktive Spielwelt. Ich habe auch einen Mod, da spielt man in Europa, was dann das Ganze dann noch so ein extra Nervenkitzel gibt, wenn man irgendwie anfängt, Frankreich zu erobern oder was auch immer. Hier ist alles fiktiv und das sind die verschiedenen Fraktionen. Also grün ist eine Fraktion, blau ist eine Fraktion und so weiter. Und die bekämpfen sich untereinander, je nachdem wie die politischen Lagen sind. Das heißt, mal kämpft Rot gegen Grün, dann schließen die wieder Frieden, wenn es zu kostspielig wird, der Krieg. Und man kann sich in einer Fraktion anschließen und deren Kriege mit austragen, um an dem Krieg halt profitieren. Also man könnte zum Beispiel, wenn man jetzt für Grün kämpft und die kämpfen gerade gegen Rot, könnte man anfangen, alle roten Dörfer, das sind die hier zum Beispiel, zu plündern, um so an Geld ranzukommen. Aber bei so einer Phase bin ich noch gar nicht. Ich bin gerade dieser kleine Trupp hier mit der Flagge da. Wir sind 19 Mann plus 12 Gefangene. Ich klicke mal auf die Party. Hier sehe ich mich. Und hier sehe ich meine NPCs. Das sind die alle mit dem Namen. Und darunter dann Leute, die uns noch folgen. Also ganz normale Ritter und Kämpfer und andere Sachen, die wir halt wöchentlich bezahlen müssen. Hier sehen wir die Fähigkeiten meiner Gruppe. Das heißt, man stellt die Gruppe so zusammen, dass möglichst viele Fähigkeiten abgedeckt sind. Also es gibt einen ganzen Skillbaum, den ich euch mal kurz zeigen kann. Hier, das ist mein Charakter. Ich habe 4 Attribute. Mit jedem Stufenanstieg steigt ein Attribut, das man sich aussuchen kann. Und man bekommt Fähigkeitspunkte, die man in diverse Fähigkeiten reinstecken kann. Also entweder Fähigkeiten, die den Kampf selber beeinflussen, wie mehr aushalten, mehr Schaden machen, besseren Bogen schießen, besser mit dem Pferd umgehen und so weiter. Aber auch passive Fähigkeiten, die dann nach dem Kampf wichtig sind oder für Diplomatie wichtig sind oder für Wundenversorgung wichtig sind und so weiter. Das heißt, man könnte theoretisch einen Charakter bauen, der fast nur für den Kampf ist und dadurch mehr Schlachten gewinnen und dadurch mehr Gold bekommen. Oder man skillt einen Charakter so, dass man halt mehr Handel betreiben kann oder mehr Leute engagieren, die dann für einen kämpfen und man selber nicht mehr so aktiv in die Schlachten eingreift. Das ist halt ganz nach Spielgefühl, wie man es gerne haben möchte. Ich stelle jetzt aber erstmal auf Charisma, denn ich will Leadership erhöhen. Denn Leadership senkt die Preise von allen unseren Gefolgsleuten. Und dann habe ich noch 10 Punkte für Prophecies, also mit welchen Waffen ich gut umgehen kann. Da stecke ich mal alles in Archery. So, dann.
Am Anfang geht man meistens los, rekrutiert sich die ersten NPCs, das habe ich jetzt schon gemacht, sogar einen ziemlich guten teilweise dabei. Und dann vielleicht noch ein, zwei extra Leute, wie wir das jetzt gemacht haben. Und danach betreibt man ein wenig Handel, um an Geld zu kommen und sucht währenddessen nach noch mehr NPCs. Und dann sucht man sich kleinere Gegner, die man töten kann, um an Loot zu kommen und an Erfahrungspunkte. Denn durch die Erfahrungspunkte wird man stärker, kann wieder stärkere Gegner besiegen, kommt so an mehr Loot und so weiter und so weiter. Also Grinden ist hier echt. Das ganze Spiel ist eigentlich nur Grinden. So, was haben wir denn da? Wir haben einen feindlichen Ritter, der auf uns zuläuft, mit 92 Leuten. Das ist nicht gut. Und Blau ist auch feindlich. Das ist nicht gut. In der Situation hatte ich mich gerade mit Grün verbündet. Und Grün ist gerade im Krieg mit Blau und Rot. Also sollte ich hier vorsichtig sein. Oh, da haben wir Diebe. Also ich folge jetzt den Dieben und die da folgen mir und gucken wir mal. 5,7, 5,1, die kriege ich nicht. Außer sie bleiben stehen und laufen uns entgegen. Okay. So. Wir haben 19 Truppen. Wir kämpfen gegen 17. Wir können jetzt entweder die Gegner direkt angreifen. Wir können sagen, dass meine NPCs und meine Soldaten den Kampf berechnen lassen sollen. Oder ich könnte jetzt ein paar von meinen Soldaten hinten langlaufen lassen und zurücklassen. Die werden getötet und wir können dadurch fliehen. Oder wir können einfach aufgeben, wodurch wir sofort verloren haben. Der Chat fragt gerade, welches Mount & Blade das ist. Das ist Mount & Blade Warband, wie hier oben steht. Und der Mod heißt Prophecy of Pandor. Der macht das ganze Spiel etwas größer. Also die Weltkarte ist größer, es gibt mehr Fraktionen, es gibt mehr Ausrüstung. Es hat ein bisschen mehr Fantasy-Aspekte, also es gibt sehr, sehr überpowerte Gegner, es gibt leichte Andeutung von Magie und sowas halt. Das Ganze halt ein bisschen interessanter. So, charge the enemy. Jetzt kommt die erste richtige Schlacht. Das sind meine Truppen. Ich kann meine Truppen in Gruppen zusammenfassen und den Gruppen Befehle geben. Am Anfang sind alle ausgewählt, also ich drücke F1, F2 und sage jetzt, dass alle meine Truppen mir folgen sollen. Was tun sie dann auch? So, ich blende die Karte ein. Die ersten Gegner kommen schon da auf uns zu. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier oben hin, sagen Archer, hold this position. Infantry, charge. Cavalry, charge. Und das reicht. So, also unsere Schützen haben jetzt oben auf dem Hügel Position bezogen und fangen da an zu schießen. Und alle anderen haben den Befehl bekommen, einfach nur drauf zu hauen. Und ich suche mir jetzt ein einfaches Ziel. Und beschütze dabei. Oh, hey! Und beschütze dabei meine Archer und versuche nicht abgeschossen zu werden. Wenn ich übrigens jetzt getötet werde, ist das nicht schlimm. Denn ich kann nicht permanent sterben. Da ist gar keiner. Das Problem ist halt nur, dass meine Leute ein bisschen Moral verlieren, aber es geht einigermaßen. Das heißt, alles, was ich jetzt Positives im Kampf bewirke. Ist schick, denn es wäre ohne mich, also wenn ich einfach den Kampf berechnet hätte, hätte ich halt keinen Schaden verursacht. Ja, komm. Genau, guck mal nach hinten. Guck mal nach hinten. Au, 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 au. Komm schon, bringt den Typen endlich um. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Au. Wisst du wohl mal. Haha, Pferd ist tot. So, erster Tod. Echt zäh. Wie viele Gegner haben wir noch? Oh, da ist noch ein bisschen was. So, schon mal ausholen. Da hinten ist einer. So, dein Pferd setzt. Warum schießt ihr genau den, auf den ich gerade umbringen will? So, wir haben noch links von uns Gegner da. Da unten. Nee. War's das? Zeug. Rechts von uns noch einer. Da unten. Mit einer Lanze. Das könnte schmerzhaft werden für die Reiter oder auch nicht. Und geschafft. So, wir haben einen Ritter verloren, tödlich. Und ein paar NPCs, die verwundet sind und auch andere Rekruten.
verwundet heißt, die brauchen jetzt ein paar Tage, bis sie wieder kampfbereit sind. Ich habe ja auch ganz schön Schaden genommen. Das heißt, sie werden sich eine Weile ausruhen müssen. Genau, ich bin bei 37%. Der hier bei 24 hat noch ein Level-Up bekommen. Und die hier können wir auch aufstufen. Zu Milizionären. Also die ganz normalen Einheiten bekommen auch Erfahrungspunkte. Und dann kann ich sie zu der nächst höheren Stufe aufstufen. Und so aus dem Fußvolk dann einen Krieger machen. Aus dem Krieger dann nachher einen leichten Kavalleristen. Aus dem leichten Kavalleristen einen Knappen. Und aus dem Knappen dann einen richtigen Ritter zum Beispiel. Da gibt es richtige Skill... Troop Trees nennen sich das. Also welche Truppen zu was aufsteigen können. Und wir haben 2 Gefangene gemacht. Schnappen, schnappen. 14 Gefangene von 20. Dann. Ausrüstung gibt es auch noch. Ah, sogar ein Pferd dabei. Mein Inventar ist aber jetzt schon ziemlich voll. Aber sei es drum. Das kommt alles mit. Ist alles Gold. Und wir haben nicht ganz so viel. Wir können auch sagen, dass unsere Helden sich automatisch das beste Zeug schnappen sollen. Aber die haben jetzt schon Besseres als das, was wir gerade bekommen haben. So, dazu gibt es noch 191 Dinare, Erfahrungspunkte, alles gut. Ich will jetzt in die nächstbeste Stadt den Ramsch verkaufen, versuchen die Gefangenen loszuwerden beim Sklavenhändler. Nicht dem Feind in die Hände laufen. Und dann will ich in der Stadt auch ausruhen. Damit wir für den nächsten Kampf bereit sind. So, er ist immer noch hinter mir her. Warum können die Leute aus dem Grünen Reich nicht hier zur Hilfe kommen? Aber die da schon im Kampf verwickelt sind. Wo ist die nächste Großstadt da hinten? Also in diese Dörfer könnte ich auch rein. Aber die schützen mich nicht vor denen da. Weil die halt nicht besonders groß sind. Außerdem kann man da nichts verkaufen und allgemein auch nicht besonders viel tun, außer Leute rekrutieren. Wobei ich... Hier sind überall Gegner. Da waren Ritter, da waren heretische Mönche, hier ist der Feind, da sind... Oh, das sind nur 5. Aber die sind zu nah dran. Okay. Du dahin. Und jeden Abend wird geguckt, wer in meiner Gruppe die Trainerfertigkeit hat und der trainiert dann alle Leute in der Truppe. So habe ich jetzt eben gerade recht viele Erfahrungspunkte bekommen und kann jetzt wieder Leute aufsteigen lassen. Das Aufsteigen kostet allerdings auch Geld. Also nicht nur, dass sie, nachdem sie aufgestiegen sind, mehr kosten in der Woche, sondern auch das Aufsteigen selber kostet was. Aber das ist es mir wert. Wir haben momentan 1700 Dinare und wöchentliche Kosten von 370. Das ist sehr vertretbar. Also einfach alles aufstufen. So, Ansen hat ein Level-Up. Ansen ist unser Ingenieur und unser Arzt. Dementsprechend skillen wir ihn jetzt auch. Du bekommst Intelligenz. Dadurch hat er jetzt 2 Skillpunkte, weil für jeden Intelligenzpunkt bekommt man 1 Skillpunkt extra. Du kriegst dann Wunden beheilen. Dadurch heilen wir schneller, also jeder in der Gruppe. Und du bekommst Surgery. Dadurch sterben weniger Leute, was irre wichtig ist. Aber man halt nicht so viele Leute verliert. Weil wenn man irgendwann später einen Ritter verliert, der Wochen gedauert hat zum Trainieren, ist das schon sehr schmerzhaft. Dann. In dem Menü hier eben gerade hätten wir übrigens auch jede Ausrüstung, die er trägt, verändern können. Also wirklich Zugriff auf jeden einzelnen Slot haben wir. Das ist sehr schön. Also man kann sehr viel Micromanagement betreiben, wenn man will. Oder man sagt einfach, bitte wähle immer das beste Schwert, das beste Schild aus und versuche das aktuell zu halten. Und dann gehen sie bei der Plünderung halt durch, was sie gebrauchen können und was nicht. Dann jetzt aber weiter zum Dorf oder zur Stadt da hinten. Die beiden sind immer noch hinter mir her. Komm schon, Ausfall, macht einen Ausfall. Nö, keiner macht einen Ausfall. Aber gut, wir sind in der Stadt. Hier sind wir sicher, in Anführungszeichen. Die Stadt kann jederzeit belagert werden. Aber Belagerungen dauern echt lange. Sind aber auch tierisch interessant. Also wenn man auf einer Burgzinne steht und da kommen da hunderte von Leuten angelaufen und du schießt die ganze Zeit im Bogen drauf und versuchst so viele wie möglich umzubringen, bevor den Belagerungsturm an die Mauer ranbekommen. Das ist einfach nur cool. Und wenn die Stadt dann irgendwann noch dir selbst gehört und du weißt, dass du da hunderte von Stunden drin investiert hast, die Stadt zu bekommen,
dann hast du richtig kalten Schweiß, wenn du siehst, wie dann die Feinde vor der Tür stehen. Das ist sehr, sehr gelungen, finde ich. Kurz noch auf den Chat gucken. Gerugon, ist das Spiel einsteigerfreundlich? Es geht so. Man wird halt ein bisschen allein gelassen. Es ist totale Sandbox. Es gibt ein ganz kleines Tutorial am Anfang, wo einem dann gesagt wird, rekrutiere hier Leute und mach dies und das. Aber den Rest muss man dann nach und nach selber rausbekommen. Also wie man am einfachsten Geld macht, wo man welche Ressourcen einkauft, wo man sie verkauft, welche Gegner man zuerst angreifen sollte und welche nicht. Es kann ein bisschen schwer sein. Aber mit der Zeit kommt man rein und dann ist das Spiel wirklich verstanden und dann geht es nur noch darum, das Beste aus dem Spiel zu machen. So, wir wollen Krimskrams verkaufen. Und zwar einmal die Waffen und Ausrüstung, die wir gerade geplündert haben. Oh, nicht den Flachs. Das Pferd behalte ich erstmal, falls ich noch einen NPC bekomme, dass der dann gleich auch auf dem Pferd sitzt. Das kommt alles weg, 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 weg. So, das wären schon mal 672 Denare. Jetzt haben wir noch andere Ressourcen. Allerdings weiß ich, wie teuer die ungefähr im Einkauf waren. Also Flachs selber kauft man für 100 ein. Das heißt, ich will mindestens 200 rum für dafür haben. Eisen ist auch nicht gerade teuer hier, es passt. Das heißt, ich würde jetzt theoretisch, wenn ich die Sachen verkaufen wollen würde, zur nächsten Stadt reisen, wo ich ungefähr weiß, dass es die Ressourcen nicht gibt und ich verkaufe die dann da im Idealfall teurer. Aber hier ist nichts. Jetzt gehe ich noch in die Taverne. In der Taverne suche ich nach NPCs. Aber das hier ist kein NPC. Das sind Söldner, die ich anheuern kann. NPCs haben immer einen eigenen Namen. Und wenn keine NPCs da sind, dann suche ich nach einem Sklavenhändler, um da die Gefangenen zu verkaufen. Nö, keiner da. Okay, dann ruhe ich mich noch ein wenig aus, um die Wunden zu regenerieren und damit die Feinde endlich abziehen. Und am nächsten Tag, wenn wir dann hochgeheilt sind, können wir wieder losziehen und irgendwelche kleineren Gruppen angreifen. Im Idealfall finden wir unterwegs eine Schlacht. Ha. Okay. Ich bezahle für meinen Trupp 392 Dinare und ich bekomme 500 Dinare dafür, dass ich in dem Kampf hier mitmache, auf der Seite der Grünen. Das ist doch mal schick. Weiter. Achso, wir haben eine Nacht verpennt. Oh, warte mal, da waren Raider. Die will ich haben. Erstmal kurz upgraden. 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 Die haben jetzt mir schon Pferde bekommen. Sehr gut. Ich könnte theoretisch auch die Leute selber ansprechen und versuchen, die für meinen Trupp zu rekrutieren. Aber das ist moralisch ein bisschen zwielichtig, weil das sind halt hauptsächlich Diebe und Gauner und Briganten, was weiß ich. Aber im Notfall könnte man das machen. Oder wenn man einfach ein böser Mensch ist. Man muss ja nicht einfach immer der Held sein, der jede Stadt rettet. Man kann auch der sein, der alle Städte plündert. Und halt nur Banditen anheuert und so weiter. Denn mögen einen die guten Leute nicht, aber die bösen und machtgierigen, die mögen einen lieber. Also es gibt ein richtiges Moralsystem hier. So, jetzt will ich aber die da töten. Weil ich es kann. Die haben eine Geschwindigkeit von 3,6, wir haben 3,2, das ist nicht gut. Oh. Oh, konnte man gerade auf der Karte sehen. Es waren insgesamt 3 Trupps in der Nähe von diesen Raidern. Die waren ein bisschen verstreut. Und da ich jetzt einen davon angegriffen habe, haben sich die anderen beiden dem Trupp hier angeschlossen, weil die alle zur selben Fraktion gehören. Das heißt, wir kämpfen jetzt mit 18 Mann nicht gegen 5, wie eigentlich erhofft, sondern gegen 18. Das kann interessant werden. Also, alle folgen. Auf einen Hügel rauf. So. Archers Holding. Ihr warten, bis die näher dran sind. Eigentlich kann ich der Infanterie auch sagen, dass sie hier bleiben soll. Dann beschützt die Infanterie einfach. Holding. Beschützt die Infanterie einfach die Archer. So, und die Kavallerie folgt mir. So, da unten kommen sie. Gucken wir mal, ob wir da auch ein bisschen reinschießen können. Ah, die haben alle Schilde oben.
Das heißt, ich müsste eigentlich von der Seite angreifen oder sehr, sehr gut zielen können. Also ich nicht unbedingt kann mit dem Charakter bisher, weil das Skill nicht hoch genug ist. Okay, Kavallerie, Charge. Okay, umgerannt, aber keinen Schaden gemacht. Rein da. Ah, nee, das war nix. Ja, 15 Schaden, okay. Sieht man da unten eingeblendet, wie viel Schaden tot. Da wurde ich aufgespießt. Jetzt habe ich noch eine Kamera nach dem Tod. Im Originalspiel hat man das leider nicht. Also wenn man im Originalspiel im Kampf ausgeschalten wird, wird die ganze Schlacht computerberechnet. Was teilweise echt, echt übel ausgeht. Und wir werden jetzt nach und nach verprügelt und sind ausgelöscht. Ja. NPCs werden von den Pferden geprügelt. Die drei Archer, die wir noch haben, werden im Nahkampf niedergemacht. Jo, erster Tod. Ah, hält sich wacker. Zweiter Tod, dritter Tod. Schlacht verloren. Haken dabei ist jetzt, erstmal werde ich gefangen genommen. Ich verliere doch recht viele Sachen. Und ich verliere teilweise auch die NPCs, die ich dabei hatte. Also nicht permanent. Die versuchen einfach nur, sich irgendwo durchzuschlagen. Und ich kann sie dann später in der Taverne wiederfinden. Und dann schließen sie sich auch wieder an. Aber es dauert halt, die wiederzufinden. 445 Denare verloren. Und jetzt husche ich eine ganze Weile hier auf der Karte hin und her, bis es mir gelingt zu fliehen oder bis der Trupp, von dem ich gefangen genommen wurde, selber im Kampf ausgelöscht wird. Das kann eine ganze Weile dauern. So, nach schmerzhaften Tagen hast du es geschafft zu fliehen. Jetzt habe ich zwei Mann. Ich und eine von meinen 9 oder so Leuten, die mir gefolgt sind. Das ist schmerzhaft. Wir haben zwar immer noch recht viele Denare, wöchentlichen Kosten von 22, aber das halt alles wieder reinzuholen, wird sehr lange dauern. Wie sieht unser Inventar aus? Ach, wir haben fast nichts verloren, das ist schon mal sehr gut. Also wenigstens die Ressourcen haben wir noch behalten. Boah, hilft nichts. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück. Gehen in die Stadt da hinten. Und gucken, ob wir einen von unseren Kameraden da wiederfinden. 588 Mann. Nee, du weg hier. Dafür werden die sehr langsam sein. Also je nachdem, wie viele Truppen man hat und was für Truppen man hat, ist man auch unterschiedlich schnell. Also wenn man jetzt nur NPCs auf Pferden hat und Söldner auf Pferden, ist man sehr schnell. Aber meistens sind halt berittene Leute auch wesentlich teurer. Also muss man da versuchen, eine Balance zu finden. So, Nalta. Ist jemand in der Taverne von Nalta? Du bist ein Söldner. 1500 für zwei andere Leute, also für drei Mann. Nö. Nö. Die Sachen... Guck mal, hier kostet der Flak schon mal 136. Vorher war es 108. Und Eisen ist auch ein bisschen teurer. Felle könnten wir verkaufen. Aber es ist immer noch nicht der Preis, den ich gerne hätte. Also wir versuchen es jetzt zur nächsten Stadt durchzuschlagen. Da machen wir genau das gleiche Spiel. Wir versuchen wieder unsere Sachen zu verkaufen zu einem möglichst hohen Preis. Wir versuchen unsere Kameraden wiederzufinden. Wir versuchen nach und nach Leute zu engagieren, die wieder qualitativ gut genug sind. Dann fangen wir wieder an, leichtere Truppen aufzumischen, um an Erfahrungs- und Punkt und Geld zu kommen. Um dann irgendwann gegen richtige Lords wie die da zu kämpfen mit 146 Einheiten. Aber das dauert sehr, sehr lange. Ja, ich glaube, damit habe ich das ganz gut erstmal zusammengefasst. Habt ihr vielleicht noch direkt irgendwelche Fragen, während ich hier zur nächsten Stadt weiterreite? Also es gibt noch ein paar Sachen zu erzählen. Man kann zum Beispiel noch in den Dörfern, die einem später gehören, und Burgen auch kleine Erweiterungen noch bauen.
Aber das ist ein wenig rudimentär. Also es gibt nur 6, 7 Erweiterungen und das war's. Die Erweiterungen können allerdings zerstört werden bei einer Belagerung. Es gibt auch noch Moral von den. Oh. Das war nicht gut. Das ist nicht gut. Folgen. Hast du wenigstens einen Bogen? Ja, du hast einen Bogen. Wir haben 40 Pfeile für 30 Mann. Das ist nicht gut. Gibt es ein Crafting-System mit Waffen und so zum Bauen? Wird im Chat gefragt. Nein, gibt es nicht. Kein Crafting-System. Waffen kann man entweder nur in Städten kaufen oder bei Feinden finden. Also es gibt Mods, die haben sowas wie ein Crafting-System, aber die sind, soweit ich weiß, nicht mehr so gut in der Entwicklung. Also einfach mal im Forum gucken, da sind tierisch viele Mods. Komm schon, lass mich wenigstens einmal treffen. Aber mein Skill in Archery ist noch viel zu niedrig. Oh, der da unten hat kein Schild oben. Oh. Null Damage, null Damage. So wird das nichts. Okay, wir versuchen, den Hintersten umzubringen. Wow. 11 Schaden. Der ist viel zu gut gepanzert. Also, das ist ein Vorteil und ein Nachteil von dem Mod. Teilweise sind die Gegner viel zu leicht und teilweise sind sie viel zu stark. Im Originalspiel ist das ein bisschen ausbalancierter. Also wenn ihr reinschnuppern wollt, auf jeden Fall einfach das Originalspiel erstmal spielen. Für so 200, 300 Stunden. Dann könnt ihr euch in die Mods ranwagen. Wow. Kommt wenigstens ein. Aha, guter Treffer. Aber leider nicht tot. So, ouch. Mist daneben. Ich muss übrigens wirklich mit der Maus gucken, in welche Richtung vom Pferd ich gucke. Also wenn ich nach rechts gucke und schlage, schlägt er halt von da aus. Wenn ich nach links gucke, macht er von da aus einen Schlag. Wenn ich nach oben gucke, macht er von oben einen Schlag. Und das ist wichtig, je nachdem, auf was für eine Art von Gegner ich treffe. Ich mache gut Schaden, ich kriege auch Skill, aber ich bringe keinen um. Das ist der Haken. Schon wieder guter Treffer. Komm schon. Einen einzigen umbringen. Du. 16 Trefferpunkte. Wenn ich jetzt jedem schon einmal 16 Trefferpunkte verursache. Ah, erster Tod, sehr gut. Fehlen nur noch 28 oder so. Und meine Ableckung ist gerade gestorben. Das heißt, alle werden jetzt auf mich gehen. Kann schon noch einen zweiten. Oh. Fällt das auch gleich tot? Zweiter Tod. Gib ihm, gib ihm. Sachs. Und man merkt, Infanterie ist sehr benachteiligt. Wobei sich die KI, wenn sie auf Pferden sitzt, meistens nicht so gut anstellt wie ich. Die stürmt einfach drauf zu und dann wird sie niedergeprügelt. Den Schützen da. Den Schützen da. Tot. 3 habe ich schon erwischt. Sind immer noch 25 oder so. Oh, Pferd ist kaputt. Und ich bin kaputt. Meh. Aber gut geschlagen dafür, dass wir nur zwei Mann waren. Oder zwei Frauen. Und raus. Party verliert 12 Moral, Party gewinnt 2 Moral. Es ist immer noch minus 10. Ja, es gibt einen Frieden. Das interessiert uns nicht wirklich. Wir wollen eigentlich nur noch frei werden. Man muss das aber nicht so in einem Iron Man-Modus spielen, wie ich gerade. Man kann theoretisch auch jederzeit abspeichern und wenn irgendwas zu Radikales passiert, kann man auch neu laden. Man muss dann halt selber entscheiden, wann man was anwendet, weil sonst wird das Spiel zu schnell, zu einfach.
Aber gerade wenn ihr es zum ersten Mal spielt, solltet ihr am Anfang, wenn ihr den Charakter erstellt, das so einstellen, dass ihr jederzeit abspeichern und laden könnt. Weil sonst seid ihr zu schnell zu frustriert. Ja, ich gucke mal kurz auf den Chat. Ich sehe keine neuen Fragen. Und ich denke mal, das reicht auch für den ersten Einblick in das Spiel. Wirklich viel machen kann ich jetzt hier gerade nicht. Also mir gefällt es tierisch gut. Man kann sehr, sehr viel Zeit rein investieren und es gibt irre viele Mods, dass man genau das spielen kann, was man will. Also es gibt auch Mods, die spielen in der Fantasy-Welt, es gibt welche, die spielen in unserem Europa, es gibt welche, die spielen nur in England. Also der Rosenkrieg wird danach gespielt, es gibt welche, die spielen im Wilden Westen, es gibt welche, die spielen im Zweiten Weltkrieg und alles ist dabei. Ja, das war's von meiner Seite eigentlich auch. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Schluss und werde noch so privat ein bisschen spielen, ein bisschen runterkommen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Falls ihr übrigens Ideen habt für andere Streams, die ich machen könnte und Spiele allgemein, einfach her damit über Twitter oder hier im Chat oder im YouTube-Kanal und wo man mich noch so überall finden kann. Also dann, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns bald wieder.